Gibt es eine Impfpflicht im Arbeitsverhältnis? Klares Nein. Eine gesetzliche Impfpflicht im Arbeitsverhältnis gegen Covid-19 gibt es derzeit nicht. Das Infektionsschutzgesetz und da § 20 Absatz 6 sieht zwar grundsätzlich die Möglichkeit für den Gesetzgeber vor, eine solche Impfpflicht zu statuieren, aber von dieser Möglichkeit hat er bislang noch keinen Gebrauch gemacht. Darf der Arbeitgeber mich dazu verpflichten, mich impfen zu lassen? Auch das ist nicht möglich. Das sogenannte Direktionsrecht, also das Recht des Arbeitgebers zu sagen, wann arbeitet der Arbeitnehmer, wo arbeitet denn der Arbeitnehmer und so weiter, deckt diese Verpflichtung nicht. Denn eine Impfung ist immer ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Arbeitnehmers. Und daher muss er auch selber entscheiden können, ob er sich impfen lässt und auch gegebenenfalls mit was er sich überhaupt impfen lässt, mit welchem Impfstoff. Das gilt sogar für medizinisches Fachpersonal. Es sei denn, der Gesetzgeber installiert eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung, sich impfen zu lassen, dann wäre eine solche Verpflichtung gegebenenfalls für medizinisches Fachpersonal gegeben. Wir werden dann oft gefragt, was passiert denn, wenn ich mich weigere, mich impfen zu lassen, droht mir dann die Kündigung? Und unter arbeitsrechtlicher Sicht muss man sagen, hier kommt gegebenenfalls eine personenbedingte Kündigung in Betracht, aber die setzt voraus, verkürzt gesagt, dass eine Gefahr für Dritte besteht durch denjenigen, der sich nicht impfen lassen möchte und dass deswegen sein Einsatz oder der Einsatz seiner Arbeitskraft nicht mehr möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt festgestellt, dass eine Impfverpflichtung zum Beispiel bei Masern grundsätzlich möglich ist. Das setzt aber voraus, dass die Impfung, die ja nicht nur dem Impfling dienen soll oder dem Geimpften dienen soll, die Weiterverbreitung der Krankheit unterbindet. Und gerade das ist für die momentan erhältlichen Impfstoffe noch nicht nachgewiesen. Es ist also nicht nachgewiesen, ob eine sogenannte sterile Immunität durch die Impfstoffe hervorgerufen wird. Man vermutet zwar, dass die Impfstoffgabe die Viruslast im Körper senken kann, sodass unter Umständen die Infektion Dritter nicht mehr möglich ist. Sicher geklärt ist das allerdings noch nicht. Und wenn nicht klar ist, ob ein Nicht-Geimpfter eine größere Gefahr für eine dritte Person darstellt als ein Geimpfter, kann nach meiner Rechtsauffassung auch auf diesen Umstand keine personenbedingte Kündigung gestützt werden. Das mag in Heilberufen, in Pflegeberufen etwas anders bewertet werden. Allerdings in den Berufen, die eben nichts oder wenig mit Pflege und Heilung zu tun haben, dürfte eine personenbedingte Kündigung mit der Begründung, ein Nicht-Geimpfter ist eine größere Gefahr für einen Dritten als ein Geimpfter nicht haltbar sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne ein Like da lassen und ein Abo. Uns gibt es jetzt auch auf Instagram und zwar unter Kanzlei Bietmann. Da stellen wir so ein bisschen unsere Kanzlei vor, die Kolleginnen und Kollegen und den Anwaltsalltag. Wenn Sie noch Fragen zum Thema haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Wir stehen gerne zur Verfügung.